Leute, schon kommen, da haben wir Freitag, den 31.07.2015. Letzter Tag von Juli. Habt ihr den Juli gut überstanden? Ja. Der Juli lief eigentlich genauso, wie ich es erhofft habe. Ich habe meine Prüfung bestanden. Ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt mal Urlaub. Gewollten Urlaub, aber nicht lange. Ihr wisst, was ich meine. Zu lang ist auch nichts. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt 5 Jahre diesen Job gemacht. Da will ich jetzt erstmal wenigstens ein, zwei, drei, ja, Sinn. Ich kann eigentlich mal gucken, weil ich weiß ja schon, wann es weitergeht. Nächste Woche habe ich noch frei und dann geht's wieder los. Von daher ist es eigentlich in Ordnung. Ja. Habt ihr King's Quest geguckt gestern? Ich hoffe es. Ich finde es gut. Ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Schreibt mir mal in die Kommentare, vor allem auch in dem Video in die Kommentare, ob das mit dem Sound passt und alles, weil ich kann es ja mal hier sagen, weil das habe ich im Video schon erklärt. Meine PlayStation, ihr seht ja hier, wie die Xbox jetzt hier drin steht. Hier nebendran, also hier, da, das ist die PlayStation 4. Und die wird so warm, also warm an sich schwitze gar nicht, aber die wird so laut, so richtig laut, die brummt, als würde sie gleich explodieren oder ob sie losfliegen wird. Und ich weiß nicht, was das soll. Sie läuft ohne Probleme, sie stürzt nicht ab, sie geht nicht aus, gar nichts. Aber das hatte ich noch nie. Früher war sie auch auf dem freien Raum. Sie hat dann so gestanden, nicht gelegen. Und jetzt ist sie da drin. Und jetzt brummt die wie noch was. Ich habe zuerst gedacht, also die hinten sind noch Löcher. Zwar kein ganzes, sondern so ein rundes Loch, wo die Kabel durchgehen. Und da hat die Luft auch ein bisschen Platz, halt zu verschwinden. Aber irgendwie staut sich das so. Das ist einfach... Also Plan A von mir ist, dass ich die demnächst mal sauber mache. Zumindest sauber, so wie es geht. Dass ich halt die Luft mal ein bisschen so rausmache und so weiter. Den Staub, der noch da ist. Aber wenn die dann immer noch so macht, habe ich echt keine Ahnung, was da los ist. Ich habe echt erst gedacht, also ich, so denke ich es mir, dass die Luft nicht rausgehen kann dort. Aber der Timo hat es genauso, hat er mir gesagt. Oder ich weiß es ja, ich war ja schon. Und das sind keine Probleme. Also ich weiß nicht, was das soll. Die Xbox hat keine Probleme. Die PlayStation 3 hat keine Probleme. Die Wii U hat keine Probleme. Das steht alles hier. Alles. Aber ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare irgendwelche Vorschläge, Ideen. Ich probiere einfach alles. Ich probiere alles. Früher mein Laptop, der steht auch noch hier. Der ist auch so heiß geworden beim Zocken, dass er einfach ausgegangen ist. Ist normal. Da hab ich Kühlakkus genommen, hab sie eingewickelt und hab sie auf den Laptop, auf die Tastatur draufgelegt. So, dass ich es nur spielen konnte. Stellt euch das mal vor. Es hat geklappt. Als er dann warm wurde, habe ich einmal umgedreht. Als es wieder warm wurde, habe ich ein anderes genommen, habe weitergezockt. Und so ging das dann ohne Probleme. Aber das kann es auch nicht sein. Aber das ist halt dieses Sommerproblem. Ich hasse das. Das ist schlimm. Schlimm. Ja, aber es ist normal. Wenn es hier drin so warm ist und dann... Ja. Ja. Wir kommen zum Trailer. Es ist was Neues. Das heißt FPS First Person Shooter. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich habe einfach mal gedacht, okay... Ich nehme es einfach mal. Let's go. Wieso ist da jetzt nichts? Gerade eben ging's doch. Muss mich verarschen. So, kleinen Moment. Ich mach das sofort. Also ich weiß nicht, wieso das mit dem Fenstermodus nicht geht. Immer wenn ich irgendwie nur... Da ist es doch. Immer wenn ich nur kurz... woanders dahin drück, ist es weg. So, jetzt aber. Bitteschön. Angeblich kann man den Infizierten nicht mehr helfen. Es gibt offiziell kein Gegenmittel. Man kann den Tod jedoch angenehmer machen. Ohne Schmerz. Ohne zersetzenden Gestürm. Empfehle ich Amputation. Ja.
zu Papa. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich habe ehrlich gesagt was anderes erwartet, denn von dem Schauspieler, der Vicus van der Merwe in District 9 gespielt hat, kommt auch ein Film raus, der so ähnlich ist. Und ich dachte, das ist der. Aber das ist ja, was war das denn? Und das sah noch so schlimm aus. Also, schlecht. Der, das... Bis morgen. Tschüss.